Was wir aber machen können, Freunde, ey, ganz ehrlich, das hatte ich mir sowieso schon mal überlegt, weil ich das Format auf dem OneFootball-Kanal ganz geil finde. Wir können, wenn ihr darauf Bock habt, um das ein bisschen zu überbrücken, bis die Scheiße hier wieder geht, wenn ihr Lust und Laune habt, können wir ein kleines Fußball-Q&A machen. Okay, dann machen wir ein kleines Fußball-Q&A, Jungs. Schreibt eure Fragen in den Chat. Meinungen zu, was weiß ich nicht. Was sind deine Favoritenteams in der zweiten Liga? Meine Favoritenteams in der zweiten Bundesliga. Boah, das ist schwer. Also eigentlich ist ja klar, dass Bremen und Schalke und auch wahrscheinlich Hamburg alleine von den Geldern, die dahinter stecken, irgendwo Favorit sind. Also vor allem Bremen und Schalke haben ja trotzdem immer noch, vor allem für die zweite Liga, richtig gute Kader zusammen. Und neben Schalke, Hamburg und Bremen würde ich auf jeden Fall noch Düsseldorf mit in den Top werfen. Ich finde den Düsseldorf-Kader ganz nice. Kiel, die haben letztes Jahr auch lange Zeit mit da oben gespielt und sind dann hinten raus noch nicht aufgestiegen, ne? Wo es ja lange Zeit auch danach aussah, dass die direkt aufsteigen, haben wir dann die Relegation verloren. Wobei Kiel auch schwer zu beurteilen ist, weil die halt mit Lee einen ihrer besten Spieler verloren haben. Und wer für mich auf jeden Fall auch, obwohl die letztes Jahr in der Rückrunde reingeschissen haben, wer für mich auch ein Call ist, ist Hannover. Die haben halt Dux, der letztes Jahr krass war, haben Kerk jetzt noch dazu geholt, der, war das bei Aue, glaube ich, auch gute Scorer gesammelt hat. Also das sind so die Spiele, die Mannschaften, die ich so in den Topf werfen würde. Meinst du, Haaland wird noch wechseln oder denkst du, er bleibt noch ein Jahr bei Dortmund? Boah, das ist schwer. Also an sich, glaube ich, wird Dortmund alles daran setzen, halt nicht in einem Jahr Haaland und Sancho zu verlieren. Weil es auch einfach imagemäßig für die nicht gut wäre, ihre beiden absoluten Topstars im gleichen Jahr abzugeben. Dass es früher oder später darauf hinauslaufen wird, ist klar so. Haaland wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren zu 100% zu einem noch größeren Verein gehen. Davon ist auszugehen. Ich glaube, Dortmund wird Haaland nur ziehen lassen, wenn jetzt halt wirklich eine Ablöse kommt, die halt viel zu hoch ist, ne? Also verhältnismäßig viel zu hoch. Da steht ja jetzt aktuell im Raum, dass Chelsea irgendwie 170 Millionen für den zahlen will. Das ist ja natürlich schon so ein Sümmchen, wo du drüber nachdenken kannst, ne? Würdest du dich freuen, wenn Neuer in ein paar Jahren nochmal zurück zu Schalke kommt? Boah, das ist halt von so vielen Faktoren abhängig, ne? Also ich persönlich würde es nice finden. Ich war zwar damals, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch sehr jung war, als Neuer zu den Bayern gegangen ist, da war ja auch die Ausgangssituation noch ganz anders. Damals war Schalke auf jeden Fall unter den Top 3 Mannschaften in Deutschland. Da war das halt noch ein Ding, als ein Neuer, so, guck mal, als ein Goretzka vor 3 Jahren nach Bayern gegangen ist, da haben wir alle gesagt, ja, ist schade, aber ey, Bayern ist 30 Mal größer als Schalke, so, dann geht er halt hin, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo Neuer damals nach Bayern gegangen ist, war Schalke halt auch viel häufiger im internationalen Geschäft, hat fast dauerhaft Champions League gespielt, da war das halt noch eine andere Geschichte. Aber ich würde mich natürlich freuen, klar. Neuer für mich der beste oder einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torwart aller Zeiten. Schalker Jung, ne, damals selber in der Nordkurve gestanden. Ist halt die Frage, ob die Fans das auch so feiern würden, ne? Guck mal, Neuer hat damals mit Schalke 2011 den DFB-Pokal geholt und hat auf der Siegesfeier eine Ohrfeige gekriegt, ne? Die Fans waren schon mies abgefuckt. Özil Prime, einer der besten Zehner aller Zeiten? Ja, würde ich schon sagen. Also Özil war vor allem bei Real Madrid und in seiner Anfangszeit bei Arsenal richtig heftig. Der hatte doch auch so eine Saison bei Arsenal, hat er glaube ich 21 Vorlagen oder so gegeben. Da war der schon krass. Ich finde, Özil hat halt so ein bisschen Pech gehabt, dass er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Özil ist zu dem Zeitpunkt seines spielerisch höchsten Schaffens halt in eine Arsenal-Mannschaft gerutscht, die halt einfach von der Qualität immer weiter runtergegangen ist. Plus, er ist halt in der Zeit spielerisch aktiv gewesen, wo halt die Zehnerposition im modernen Fußball so ein bisschen ausgestorben ist, ne? Deshalb, aber in seiner Prime war Özil safe einer der besten Zehner aller Zeiten. Der Typ war schon krass, ey. Bei Bremen war der auch extrem heftig, ne? Die geilsten Transfers diesen Sommer. Boah, da müsste ich jetzt erstmal gucken, wer diesen Sommer alles gewechselt ist, sonst vergesse ich wahrscheinlich irgendeinen. Upamecano zu Bayern für 42 Millionen ist schon ein starker Deal. Alaba ablösefrei zu Real Madrid ist ein kranker Deal. Von PSG kannst du halten, was du willst, aber
Donnarumma ablösefrei zu kriegen, ist halt einfach der absolute Wahnsinn. Daka zu Leicester bin ich sehr gespannt drauf. Der war bei Salzburg überkrass. Ich bin auf Depay bei Barca sehr gespannt. André Silva bei RB Leipzig bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Gibt viele coole Transfers. Sehr, sehr viele coole Transfers, auf die ich mal gespannt bin. Glaubst du, dass Dortmund dieses Jahr Meister werden könnte? Boah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dafür sehe ich Bayern einfach aktuell zu stark. Wenn Ronaldo noch zu PSG geht, so eine unfaire Scheiße. Jein. Also PSG stellt schon einen krassen Kader zusammen. Aber wenn ich da so als Außenstehender drauf gucke, ich glaube nicht, dass die Hierarchieprobleme bei PSG weniger werden. Die sind letztes Jahr schon absolut an sich selbst gescheitert und nicht an der eigenen Qualität, sondern einfach dadurch, dass die Mannschaft keine klare Hierarchie hat. Und du hast jetzt so viele verschiedene Charaktere da drin, so viele Spieler, die selber für sich beanspruchen werden, ein Kopf der Mannschaft zu sein. Deshalb, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass PSG die Liga zerschießen wird, aber in der Champions League? Also, klar, der Kader ist nominell gut besetzt, aber mich würde es nicht wundern, wenn die wieder eine extrem starke Champions League-Saison spielen und dann im Halbfinale, Viertelfinale auf einmal wieder rausfliegen, weil die halt Scheiße bauen, ne? Neymar, Mbappé, CR7. Ich glaube nicht, dass wenn Cristiano Ronaldo wirklich zu Paris Saint-Germain geht, dann gehe ich davon aus, dass Mbappé im Gegenzug zu Real Madrid wechseln wird. Was hältst du von der Idee, die WM alle 2 Jahre spielen zu lassen? Ich finde, das macht das Besondere irgendwie daran kaputt. Ja, aber steht es überhaupt im Raum? Also ich finde, daran sollte man nichts ändern. Zumal es ja auch eigentlich immer diesen Wechsel gibt von alle 4 Jahre EM und alle 4 Jahre WM. Plus dann halt noch Copa America. Wer wird dieses Jahr Weltfußballer? Ah, Stand jetzt finde ich, hat Messi die besten Karten. Also ich glaube, Messi und Lewandowski werden das Ding unter sich ausmachen. Messi hat halt keinen Titel gewonnen. In Vereinsfußball hat Messi keinen Titel gewonnen, aber der hat halt in der Liga trotzdem als Einzelspieler komplett rasiert. Hat jetzt seinen ersten Titel mit der Nationalmannschaft geholt. Also ich glaube, Messi hat die besten Karten. Ah, Barca hat den Pokal gewonnen. Oh ja, true. Lieber zum 10. Mal hintereinander Bayern München Meister oder einmal RB Leipzig? Sag ich dir ehrlich, ist mir relativ egal. Ich bin kein Fan von RB Leipzig, ich bin kein Fan von Bayern München. Mir ist es egal, sag ich dir so, wie es ist. Klar kann man sich über das Modell, wie Leipzig in den Fußball gekommen ist in Deutschland, kann man sich darüber aufregen, aber mir ist es relativ scheißegal. Welcher ist deiner Meinung nach der beste Innenverteidiger der Welt aktuell? Ich finde, das ist so schwierig zu beurteilen, weil wir halt gerade aus einer Europameisterschaft kommen, wo Chiellini und Bonucci natürlich richtig stark waren. Aber ich finde das schwer. Ich finde das schwer. Viele Kandidaten wie Ramos und Van Dijk waren auch lange Zeit verletzt. Ich fand Ruben Dias bei Manchester City sehr, sehr stark. Der ist ja da auch, glaube ich, Spieler des Jahres geworden oder so. Also ich finde es schwer. Ich finde es sehr schwer. Hot Take, Bayern wird dieses Jahr auf der 4 landen. Mark my words. Oh nee, das glaube ich nicht. Also es kann gut sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann bei Bayern auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben wird. Weil ich, also Bayern hat einen extrem starken Kader, aber hat Bayern einen Nagelsmann-Kader? Ich weiß es nicht. Ne? Zumal Bayern bis jetzt bis auf Upamecano nicht so viel geholt hat. Also namhafte Spieler. Deshalb kann sein, dass die Anlaufschwierigkeiten haben, aber ich glaube nicht, dass. Ich glaube schon, Nagelsmann. Die Kombination aus Nagelsmann, der für mich einer der besten Trainer der Welt ist, plus Bayern, die einfach einer der besten Kader der Welt haben. Von daher glaube ich, also es gibt halt, es kann immer irgendwas passieren, aber ich sage, dass maximal was passieren könnte, ist, dass Bayern Zweiter wird. Wer gewinnt dieses Jahr die Premier League? Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Wer gewinnt dieses Jahr die Premier League? Boah, ich glaube, das könnte ein ziemlich geiler Dreikampf. Es gibt so viele Kandidaten. Chelsea, die in der Champions League rasiert haben. Chelsea, die auch mit Jorginho einen Spieler haben, der in einer überragenden Form ist. Ich glaube, dass. Also Chelsea, Manchester United, Liverpool und Manchester City. Ich würde die 4 Mannschaften auf jeden Fall da reinwerfen. Aber das ist halt das Geile auch an der Premier League, ne? Dass es da so viele Vereine gibt, die irgendwo auch einen Anspruch darauf haben.
haben, um die Meisterschaft mitzuspielen, ne? Glaubst du, es wird bald ein Investitionslimit geben, dass zum Beispiel der Scheich von PSG nur 50 Millionen im Jahr dazugeben kann, sodass kleinere Vereine größere Chancen haben, um etwas zu gewinnen? Nee, glaube ich nicht dran. Wäre natürlich ein nices Wunschdenken, aber dafür ist der Fußball, die UEFA, die FIFA viel zu korrupt und es geht mittlerweile so krass viel ums Geld, dass ich nicht glaube, dass sowas realistisch ist. Zumal wir befinden uns in einem Jahr, wo vor 3, 4 Monaten geplant worden ist, eine UEFA Super League zu starten, ne? Oder ne, nicht UEFA Super League, wie auch immer die Scheiße hieß. Also ich glaube, im Fußball wird es immer mehr um Geld gehen. Ich glaube, die Entwicklung kannst du leider nicht mehr verhindern. Glaubst du, Frankfurt kann diese Saison Bobic und Hütter ersetzen oder kommt jetzt ein schlechtes Jahr? Boah, schwer, ey. Wenn Kostic jetzt auch noch geht, da ist ja das Gerücht im Raum. Also Frankfurt hat auf jeden Fall eine schwierigere Ausgangssituation, weil die sich so ein bisschen neu erfinden müssen, ne? Die zwei Köpfe des Erfolges sind jetzt erstmal weg mit Bobic und Hütter. Mit André Silva hast du deinen besten Spieler verloren. Also auf Frankfurt bin ich auch mal gespannt, ne? Quickfire, Barca Prime oder Real Prime? Boah, den schöneren Fußball, Barcelona Prime. Also, dann reden wir wahrscheinlich so über 2008, 2009. Aber den erfolgreicheren Fußball würde ich sagen Real Madrid Prime, weil das kannst du einfach nicht wegreden. Die haben innerhalb von 5 Jahren 4-mal die Champions League gewonnen, ne? Das kannst du denen einfach nicht wegnehmen. Das muss man einfach sagen. Das war die erfolgreichste Mannschaft, die es, glaube ich, jemals im Vereinsfußball gab. Lever oder CR7 in ihrer Prime? Bei allem Respekt vor Lewandowski, CR7. VR oder kein VR? VR, ja, aber nur dann, wenn er perfektioniert wird. Ich finde, wir sind ungefähr so seit wann gibt es den VR jetzt? 2, 3 Jahre? Ich habe das Gefühl, der Fußball ist so ein kleines Testkaninchen für den Videobeweis. Und der Videobeweis ist halt einfach nicht perfekt so. Und deshalb in der aktuellen Verfassung vom Videobeweis kein Videobeweis. MSN oder RBB? Also du meinst wahrscheinlich Ronaldo, Benzema, Bale. Da würde ich MSN sagen. MSN war einfach geil, dieses blinde Verständnis zwischen Messi, Neymar und Suarez. Das war einfach geil. Also ich glaube, das war auch eins der geilsten Trios, die ich jemals gesehen habe. Ja, Suarez und Sturridge damals auch bei Liverpool, krass. Also tut mir bis heute leid, dass sie da nicht Meister geworden sind, ne? Das war eine geile Saison, wie die zusammen harmoniert und rasiert haben. Dann der legendäre Gerrard Ausrutscher. Das war schon mies, ey. Wer spielt nächstes Jahr international aus der Bundesliga? Gute Frage. Champions League, Bayern, Dortmund halte ich für gesetzt. Leipzig eigentlich auch. Ich glaube, Jesse Marsch wird erfolgreich sein mit Leipzig. Jesse Marsch, guter Trainer. Ich bin auf André Silva bei Leipzig gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass André Silva so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat bei Leipzig, aber wahrscheinlich wird er komplett rasieren. Vierte Mannschaft für die Champions League. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg nochmal in die Champions League kommt. Glaube ich nicht. Es wäre dann wahrscheinlich Gladbach und Leverkusen, die mit die besten Karten haben. Boah, schwer, ey. Es ist so schwer, 3 Wochen vor Saisonstart zu sagen, wo auch noch so viele Transfers passieren werden. Schwer. Ich fand es, by the way, weird, dass Leverkusen jetzt direkt wieder Gray abgegeben hat. Vor allem für 2 Millionen, habe ich heute gelesen. Richtig weird. Barca gegen PSG Comeback oder Liverpool Barca Comeback? Ich würde sagen, dass Barca gegen PSG Comeback einfach, weil es halt auch in der 90. Minute war. Das war halt so krank damals. Das war halt wirklich so krank damals. Vor allem, was haben die 6-1 gewonnen? Ich glaube, die haben das Hinspiel 4-0 verloren. Also ich würde sagen, dass Barca gegen PSG Comeback war krasser. Wobei natürlich das Liverpool Barca Comeback auch heftig war. Prime Neymar oder Prime Ronaldinho? Ich würde sagen Prime Ronaldinho. Ronaldinho hat irgendwie einfach so ein anderes Feeling auf dem Platz gehabt, ne? Ich weiß nicht, Ronaldinho ist einfach Neymar in sympathisch. Keine Ahnung. Also für mich persönlich Ronaldinho. Durch welche Situation in deinem Leben kamst du zum Fußball? Ich war klein, jung, mein Vater war und ist Schalke-Fan und hat mich mit 5 Jahren einfach mit auf die Couch gesetzt, wenn Fußball lief. Und dann konnte ich nicht viel machen. Dann war ich durch mit 5 oder 6 das erste Mal im Stadion und dann war der Zug abgefahren. Wenn du Haaland wärst, wo würdest du hingehen?
Wenn ich Haaland wäre, wo würde ich hingehen? Also ich persönlich würde es am geilsten finden, wenn Haaland und Mbappé, wenn der eine zu Real Madrid geht und der andere zu Barcelona. Ich glaube, das würde ich am coolsten finden. Weil das einfach potenziell so die zwei größten Namen im Weltfußball in den nächsten Jahren sein werden, so vom aktuellen Stand, glaube ich. Und das würde ich, glaube ich, am coolsten finden. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass Mbappé irgendwann bei Real Madrid landet, also ich finde, das ist irgendwie so ungeschriebenes Gesetz. Also wenn Mbappé nicht in den nächsten Jahren, in den nächsten 5 Jahren nach Real Madrid wechselt, dann habe ich den Glauben an den Fußball verloren. Ich glaube, das wird passieren. Andererseits, Haaland zu Barcelona, passt das so hundertprozentig vom Spielstil? Ich weiß es nicht, aber ich würde es feiern. Wer ist der zurzeit beste Keeper der Welt? Wer ist der zurzeit beste Keeper der Welt? Ey, fuck it, Alter. Ich sag Donnarumma. Ohne Spaß, ich sag Donnarumma. Der hat eine kranke Europameisterschaft gespielt. Ja, oder Oblak. Ja, Oblak auch. Ja. Also, wenn ich, glaube ich, eine Top 3 aufstellen müsste, Neuer, Oblak, Donnarumma. Neuer hat halt so ein bisschen das Problem gehabt, dass er sich dieses Jahr in den entscheidenden Spielen, die dafür sorgen, dass du in so eine Verlosung reingeworfen wirst, dass da halt seine Mannschaft dann nicht mehr am Start war. Sprich Champions League, Halbfinale, Finale und Europameisterschaft in den entscheidenden Spielen. Ich fand, Oblak ist halt auch komplett unterm Radar. Ich glaube, Oblak würde man auch noch ganz anders wahrnehmen im Weltfußball, wenn der eine größere Landsnation hätte. Also wenn der, keine Ahnung, Spanier wäre oder was weiß ich nicht. Und Donnarumma hat halt voll den EM-Bonus jetzt auf seiner Seite, ne? Bitte einmal ranken, wobei 1 unwahrscheinlich und 10 sicher ist. Erstens, Manchester City holt einen Titel, Champions League oder Premier League. 2, Wechsel von Malen und Halstenberg. Drittens, CR7 wechselt diesen Sommer noch. Viertens, Chelsea wird Meister. Okay, City holt einen Titel, Champions League oder Premier League. Boah, 8. 8 oder 9? Ich sag mal 8. Wechsel von Malen und Halstenberg. Malen ist, glaube ich, für mich so ein 90% Ding. Halstenberg, ich sag mal so eine 7, die beiden in Kombination. CR7 wechselt diesen Sommer noch. Würde ich so mittig sagen. 5. Chelsea wird Meister. Dadurch, dass es so viel Konkurrenz in der Premier League gibt. Und wie wir gerade schon gesagt haben, drei andere Mannschaften auch definitiv Titelambitionen und Ansprüche haben, würde ich da auch 5 sagen. Denkst du, es werden noch mehr Traditionsvereine abstürzen, wie Lautern und 1860? Und wenn ja, welche? Na, jetzt einzelne zu sagen, ist schwer, aber ich meine, man sieht ja aktuell, dass viele Traditionsvereine, vor allem im deutschen Fußball, damit übertrieben Probleme haben, den Schritt in den modernen Fußball zu wagen. Ich meine, wir befinden uns in der zweiten Bundesliga mit Schalke, Bremen und Hamburg, die vor 10, 15 Jahren in der Bundesliga gesetzt in der Top 5, Top 6 waren. Also ja, definitiv, würde ich sagen. Quickfire, Sabitzer oder Bruno Fernandes? Bruno Fernandes, Busquets oder Kanté? Ah, Kanté? Weghorst oder Kalajdzic? Aktuell noch Weghorst, aber ich glaube, Kalajdzic ist ein geiles Talent für die Zukunft. Thuram oder Thorgan Hazard? Thuram? Salah oder Mané? Salah. Und warum? Bauchgefühl. Wie würde deine persönliche Karriere als Fußballer aussehen, zwecks Vereine? Also wir nehmen jetzt mal an, ich hätte das Zeug dafür, professionell Fußball zu spielen und dürfte mir aussuchen, wie meine Karriere läuft. Boah, ich bin Heimscheißer. Ganz ehrlich, ich würde mein Leben lang bei Schalke spielen. Ich bin Heimscheißer. Ich habe keinen Bock, hier wegzuziehen. Ich würde gerne auf Schalke Fanliebling und Legende werden. Technisch unbegabt, aber immer für eine gute Sense, die ein Gegentor verhindert, bin ich immer zu haben. Oder auch mal in einem Derby. Einfach mal von hinten so ein Großkreuz umwichsen, dafür bin ich da. Lass mich zur Schalker Legende werden. Ich spiele 20 Jahre bei Schalke. Beende dann irgendwann meine Karriere, fange danach im Management an und bring den Verein zurück in die 8. Liga. Welches Trio war deiner Meinung nach das Beste, was du je gesehen hast? Messi, Suarez, Neymar, glaube ich. Ja, das war schon geil. Messi, Suarez, Neymar. Schade, dass die nicht so lange miteinander gespielt haben, ne? Ronaldo Fallrückzieher gegen Juve oder Bale Fallrückzieher gegen Liverpool? Ich nehme da, auch wenn der Bale Fallrückzieher gegen Liverpool war natürlich krasser, weil es Champions League Finale war, aber ich nehme den Ronaldo Fallrückzieher gegen Juventus, weil einfach die Historie dahinter geil ist, weil er einfach ein Jahr später dahin gegangen ist und dann in dem Spiel nach dem Tor einfach die Auswärtsfans, die Heimfans, also die Juventus-Fans für Ronaldo applaudiert haben. Und das war einfach ein ziemlich geiler Fußballmoment. Was war das beste Bundesliga-Duo aller Zeiten?
Geht's um eine einzelne Saison oder geht's um dauerhaft, Marcel? Das musst du mir dazu schreiben. Geht's um eine Saison oder um so All-Time zusammengefasst? Ich kann einfach beides beantworten. All-Time zusammengefasst würde ich sagen Ribéry Robben oder vielleicht auch aktuell Müller Lewandowski. Wenn ich über eine Saison rede, werfe ich auf jeden Fall noch Dzeko Grafitsch mit rein. Weil das war damals 2009, das war zu krass. Ich meine, der eine hat 28 Saisontore gemacht und ich glaube, der andere 26. Ich meine, what the fuck, was ist das? Was ist für ein Stürmer, du? Ich meine, einfach 54 Tore zusammen. Bist du seit Minute 1 Schalke-Fan oder gab es auch mal andere Vereine? Bei mir gab es immer nur Schalke. Ich bin seit Minute 1 Schalke-Fan. Thomas Müller, underrated oder overrated? Ich würde sagen, in Deutschland und in der Bundesliga ziemlich gut geratet. Weil in Deutschland jeder weiß, was Müller ist, was der kann, was der nicht kann. Ein ziemlich unorthodoxer Fußballer, der halt aber einfach eine unfassbar krasse Spielintelligenz hat und einfach auf seine eigene Art Weltklasse ist. Ich glaube, im internationalen Vergleich wird Müller immer hinter diesen spektakuläreren Fußballern herhängen, wie zum Beispiel einem Neymar oder was weiß ich nicht, auch wenn es jetzt eine andere Position ist, weil er halt eben nicht der Typ ist, von dem du nach dem Spiel eine geile YouTube-Compilations erstellen kannst, wo der 8 Leute stehen lässt und irgendwelche Skills macht. Deshalb würde ich sagen, international underrated, innerhalb von Deutschland ziemlich gut geratet. So, ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Fragen und dann können wir auch reingehen mit der Karriere, denn die Server gehen wieder. Wer war oder ist der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten? Ich glaube, aktuell der beste Mittelfeldspieler, De Bruyne. Bester Mittelfeldspieler aller Zeiten. Das ist halt schwer, weil ich halt jetzt nur von denen reden kann, die ich selber miterlebt habe. Würde ich sagen, Xavi. Xavi, Iniesta, Zidane, die würde ich da in den Hut werfen. Aber ich weiß nicht, wen ich von den drei nehmen würde. Vielleicht Zidane, weil er so der kompletteste war von den dreien. Das krasseste Tor, was du je gesehen hast. Also live meinst du. Das krasseste Tor, was ich live gesehen habe. Also wir nehmen jetzt wahrscheinlich Stadion oder live im Fernsehen. Also es ist nicht das schönste Tor, aber ich sage tatsächlich das Kopfballtor von Naldo zum 4-4 im Derby, weil es einfach von der Emotion her das krasseste Tor ist, was ich jemals so miterlebt habe. Es gehört safe zu meinen Top-Fußballmomenten, weil das war einfach so krank. Einfach auch, dass es halt irgendwie in der 95. Minute war. Schalke hat 4-0 hingelegt. Also ich würde das Tor sagen, ja. So, letzte Frage. Ibra Fallrückzieher, auch ein guter Call. Ja, gibt viele geile Tore. Die ist ganz geil, die ist auch aktuell. Das ist die letzte Frage von Marek. Wie stehst du zu der Kritik an Kroos von Uli Hoeneß und Lothar Matthäus? Dazu muss ich sagen, ich weiß nicht, was Lothar Matthäus gesagt hat, habe ich nur die Headline gelesen. Uli Hoeneß habe ich mir reingezogen. Kritik zu Toni Kroos seitens Hoeneß zum einen Teil verständlich. Ich weiß absolut, was er meint. In dem System, was Jogi Löw gespielt hat, war Kroos einfach nicht gut aufgehoben. Mit der, also. Ich finde, eine Dreierkette und Kroos harmoniert einfach nicht, weil Kroos ein Spielertyp ist, der sich primär zwischen die beiden Innenverteidiger von der Viererkette fallen lässt. Und deshalb finde ich Kroos vor einer Dreierkette, da stehst du dir gegenseitig auf den Füßen. Ich finde, dementsprechend kann man das kritisieren. Kroos aber jetzt nach dieser EM rauszupicken und zu sagen, du bist schuld, finde ich absoluten Schwachsinn. Kroos, finde ich, war bei der EM für mich persönlich einer der besten Spieler. War aber letztendlich irgendwo ein Systemopfer, genauso wie Kimmich, weil Löw halt einfach wieder engstirnig an seiner komischen Taktik da festgehalten hat. Und im All-Time-Ranking ist Toni Kroos einfach ein Spieler, der in Deutschland von Leuten, die einfach wenig Ahnung haben von Fußball, viel zu klein geredet wird, weil man ihn halt eben nicht an Assists und Toren messen kann. Das ist halt einfach ein Spieler, der das Spiel im Aufbau komplett an sich reißt. Und ja, wenn ich mir dann halt solche Geschichten wie Querpass Toni und so anhöre, dann kriege ich immer ein bisschen Kopfschmerzen. Ich finde, das ist halt einer der größten oder einer der idiotischsten Takes, die ich je gehört habe, dass Toni Kroos nur Querpässe spielt. Es ist für mich so ein krasser Schwachsinn. Wenn ein Spieler Hauptbestandteil einer Weltmeistertruppe und einer Truppe ist, die in 5 Jahren viermal die Champions League gewonnen hat. Oder ich glaube, bei dem einen Champions League-Titel war Kroos nicht dabei. Lass mich mal kurz überlegen. Doch, Kroos war 2014, 15, 16 und 2018 meine ich dabei, ne? Nee, warte mal, warte mal.
Doch, warte, 2014 hat Kroos die Champions League gewonnen. 2015 war Barca und dann 16, 17, 18 hat Kroos auch die Champions League gewonnen. Ja, so. Digga, Kroos war da maßgeblicher Bestandteil von der Mannschaft und alle Spieler von Real Madrid haben damals gesagt, 2014 nicht. Ah, dann 15, dann 16, 17, 18. Bei den dreien, ne? So, sorry. Aber 2013 hat er bei Bayern auch die Champions League gewonnen. Ja, ey, wir reden hier über einen Spieler, der Weltmeister geworden ist, viermal die Champions League gewonnen hat, bei einem der besten Elfs aller Zeiten gespielt hat, eben bei der legendären Real Madrid-Mannschaft, die halt alles weggeräumt hat. Und du kannst einen Casemiro, du kannst einen Modric, du kannst einen Ronaldo fragen. Die werden dir alle sagen, oder haben es auch schon in Interviews gesagt, wir haben das Spiel so gespielt, wie Toni Kroos das wollte. Da gibt es viele faszinierende Interviews, wo die Spieler sagen, wenn Toni Kroos will, wir machen das Spiel langsamer, dann machen wir das Spiel langsamer. Wenn Toni Kroos will, wir spielen jetzt nach vorne, dann spielen wir nach vorne. Und das ist halt schon beeindruckend, ne? Dementsprechend, Kroos, diese EM, individuell für mich einer der besten, trotzdem in dem System nicht so zur Geltung gekommen, weil er einfach kein Spieler ist, der vor einer Dreierkette spielen sollte. Und ja, ich glaube, ich habe alles so gesagt, ne?